Hier liegt die Wiege Amerikas im wilden, weiten Westen. Wir werden an unserem Lebensstil festhalten. Noch gibt es sie, die Cowboys. Hart arbeitende Menschen und Projektionsfläche für ein ganzes Land. Der Cowboy ist einer der großen mythischen Figuren in der amerikanischen Mythologie. Sie sind Kinohelden, Schurken oder einsame Wölfe. Sie sind Mythos und Metapher. Und sie sind echt. Very, very good Cowboys. Sie sind gute Cowboys. Jeder einzelne. Cowboys träumen nicht vom leichten Leben. Sie leben einen Traum. Ich liebe es, die Herde zu führen und dabei den Blättern im Wind zu lauschen. Cowboy ist kein Beruf, es ist eine Haltung. Ein Cowboy erkennt einen Cowboy, wenn er ihn sieht. Bei Cowgirls ist das nicht anders. Es funktioniert. Sie kommen. Es ist die Nähe zur Natur, der Respekt vor der Schöpfung. Es ist der Umgang mit den Tieren und vor allem mit den Mitmenschen, was Cowboys zu dem macht, was sie sind. Die großen Herden zählten 2.000 bis 3.000 Kopf. Irgendjemand musste aus den ganzen Stieren Ochsen machen. Im Sommer, wenn Rodeo-Saison ist, dann sind die Cowboys zu alledem noch Werbeikonen, Showstars und Hochleistungssportler. Sie riskieren ihren Hals für eine Handvoll Dollar. Wyoming erstreckt sich von den Big Plains, der flachen Prärielandschaft im Osten, bis zu den Rocky Mountains im Westen. Dazwischen liegt das High Desert, ein Hochplateau auf rund 1000 Höhenmetern. Hier, wo der Himmel so endlos erscheint wie die karge Graslandschaft, hier scheint auch die Zeit langsamer zu verrinnen. Und doch, wenn es nach Bill Larson geht, seiner Frau Donna Volt und seiner Tochter Tammy, ist es der schönste Fleck auf Erden. Sie sind Cowboys. Nicht aus Nostalgie, nicht weil sie es gelernt oder gewollt haben. Als Cowboy wird man geboren. Cowboys gibt es überall. Natürlich muss man mit Tieren umgehen können. Du bist damit geboren. Es gibt Typen in New York City, die hatten ihr Leben lang nie was mit Tieren zu tun und haben es trotzdem drauf. Aber sie können es nicht wissen, bevor sie mal hier rauskommen und mit ihnen arbeiten. Und dann gibt es andere, die sind auf der Ranch aufgewachsen, waren immer von Tieren umgeben und die haben es trotzdem nicht drauf. Du kannst das niemandem beibringen. Das ist ein Teil von dir. Man kann es verbessern, aber niemandem beibringen. Bill und Donna leben eher bescheiden. Ihr Reichtum ist draußen auf der Prärie. Während Bill sich um die Ranch kümmert, ist Donna im Rodeo-Business. Ihr Vater hat es aufgebaut. Nun führt sie es weiter. Unser Vater war ein sehr ehrlicher Mann. Er hatte ein Gespann und einen Wagen, als er meine Mutter heiratete. Da war er 19 und sie 18. Und als er starb, hat er ein erhebliches Vermögen hinterlassen. This is one of my favorites of him. Das ist eins meiner Lieblingsbilder von ihm. Mein Vater hat 5 Kinder, 3 Mädchen und 2 Jungs. Das ist eine traditionell männliche Domäne. Wir gehören zu den wenigen Frauen, die tatsächlich im Rodeo-Business bestehen. Er hat uns alles beigebracht, aber vor allem eins, Ladies zu sein. Solange du der Boss bist und Checks unterschreibst, hast du immer die Oberhand. Wenn ich sie bezahle, sind alle sehr respektvoll. Aber wir haben uns diesen Respekt auch verdient. Dieser Hut gehörte meinem Vater, Harry Volt.
Bei schwierigen Entscheidungen, und es gab davon einige, er ist erst im März gestorben, das ist noch gar nicht so lange her, da war er immer unser Ratgeber. Wir fragten ihn um Rat, was wir fürs Futter zahlen sollten, was wir mit den Pferden machen sollten, lauter so Sachen. Jemand hat mir mal gesagt, ihr hattet ihn so lange, du hast die Antworten in deinem Herzen. Was ich jetzt also immer mache, gerade erst wieder vor ein paar Tagen, dann setze ich seinen Hut auf und denke, was würde er tun? Nach einer kurzen Pause muss Bill weiter. Eine kleine Herde wartet in seinem Truck. Bis 1987 hatten wir fast ausschließlich Schafe. Das war unser Haupteinkommen. Als sie im Wert gestiegen waren, habe ich sie zu einem hohen Preis angeboten und sie wurden mir abgekauft. Damit war ich raus aus dem Schafsbusiness. Dann haben wir im selben Jahr mit Rindern begonnen, mit ein paar Kälbern. Wir haben einige verkauft und einige behalten. Jetzt sind es rund 500 Stück Vieh. Wir sind schon seit einer Ewigkeit in dieser Gegend. Wir mochten es hier. Mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich. Der musste all das tun, was ich dann nicht mehr tun musste. Mit irgendwas zu früh zu beginnen, sowas gab es für meinen Vater gar nicht. Und so hat er meinen Bruder dazu gebracht, seine ersten Pferde zuzureiten, als er gerade mal 4 Jahre alt war. Wie gesagt, er ist 2 Jahre älter als ich, aber er reitet heute noch Pferde zu. Ich mache das auch noch, aber nur gelegentlich. Das Leben auf der Ranch ist für Bill mehr als Gelderwerb. Wir werden an unserem Lebensstil festhalten. Das ist es, was dieses Land groß gemacht hat und womit ich aufgewachsen bin. Ich will, dass das so bleibt. Ich will das erhalten. 75.000 Acre. Über 30.000 Hektar ist seine Ranch groß. Zum Vergleich, ein landwirtschaftlicher Betrieb in Europa hat eine durchschnittliche Fläche von gerade mal 16 Hektar. Etwa 500 Langhornrinder zählt seine Herde. Die Zeiten sind gut. Rinder, die sich nur von Weidegras ernähren, sind im Trend. Er könnte das Vielfache seiner Produktion verkaufen, doch Bill ist unter den Ranchern im Westen geradezu klein. Er kennt noch fast jede Kuh beim Namen. Die Hörner sind da, um sich gegen Raubtiere zu wehren. Außerdem sieht eine Kuh nicht gut aus ohne Hörner. Frauen sehen ja auch nicht so gut aus ohne Ohrringe. Das ist ihr Schmuck. Das macht sie hübscher. Seine Rinder sind für Bill weit mehr als nur Ware und seine Arbeit mehr als Broterwerb. Ich finde das schön. Sein Geschäftsmodell geht trotzdem auf. Seit ich ein kleiner Junge bin, habe ich davon geträumt. Dafür habe ich gearbeitet, Rinder zu haben, die für mich arbeiten, statt dass ich für sie arbeite. Ich hole sie hier hoch und habe einen Jungen, der hier oben wohnt und sich um sie kümmert. Und man muss nichts machen, außer ab und zu ein Stück Salz vorbeizubringen. Sie haben natürliches Wasser und wir können zum Rodeo gehen. Für mich ist es das hier. Das ist unser Grundeinkommen. Und ganz nebenbei züchten wir die buckelnden Bullen für Donners Rodeo-Unternehmen und sie muss die nicht für teuer Geld einkaufen. 2 Fahrstunden entfernt werden die Edelbullen gemästet. Hier stehen nur die Tiere, die sich als Buckelbullen bewährt haben und im Rodeo eingesetzt werden. Welcher Bulle buckelt und welcher nicht, kann man nicht ahnen, nicht züchten, nicht bestimmen. Das ist ein reines Lotteriespiel. Als Jungbullen werden sie getestet und mögliche Kandidaten aussortiert. Doch das ist noch lange keine Garantie. It's just like a
Es ist wie ein Siebtklässler beim Fußballspielen. Wenn er gut ist, spielt er sich nach oben. Genauso ist das bei jungen Bullen und Pferden. Sie buckeln beim Rodeo-Training im College und ähnlichen Veranstaltungen und dabei findet man heraus, wer das Zeug zum Buckeln hat. Aber man weiß nicht wirklich, was man hat, bis in ihre mittleren Jahre, ob sie dabei bleiben. Viele tun es nicht. Viele sind anfangs richtig stark und schnell und dann? Ich denke, es ist genau wie beim Menschen. Viele Jungs spielen wunderbar Baseball. Dann werden sie größer und kaum sind sie richtig gut, hören sie auf und machen etwas ganz anderes. Es ist genau das Gleiche. Vor dem Überqueren der Staatengrenzen müssen die Stiere geimpft und markiert werden. Das verlangt der Seuchenschutz. Und Buckelbullen sind in der Rodeo-Saison viel unterwegs. Go, boys. An sich sind die mehr als 700 Kilo schweren Muskelpakete recht friedlich. Doch sobald sie sich angegriffen oder eingeengt fühlen, werden sie zu unberechenbaren Kampfmonstern. Tun sie, was sie gelernt haben und was sie ansonsten auszeichnet. Sie buckeln wie wild und schlagen aus. Das muss richtig wehtun. Zum Fixieren der Tiere braucht man Kraft, Fingerspitzengefühl und eine Menge Erfahrung. Du tust dir doch nur weh, Freundchen. Hey. Der schwierigste Kandidat kommt zum Schluss. Und tatsächlich, um Haaresbreite trifft er mit seinen Hufen den Tierarzt. Ganz ruhig, mein Junge. Die Marke ist schon wieder abgegangen. Hau ab hier. Raus! Okay. Go ahead, Max. Manchmal gewinnt eben doch die rohe Gewalt. Einige sind wirklich außergewöhnlich am Anfang und lassen dann nach. Und die, die richtig buckeln lernen, machen das, bis sie 10, 12 Jahre alt sind. Und dann werden sie verdammt gut. Erinnerst du dich an Creola? Hat nicht gut gebuckelt, aber ich habe ihn behalten, weil er ein gutes Trainingstier für die Kinder war. Und ich habe ihn geliebt. Es war ein bunter, hübscher Kerl und er mochte Menschen. Er hat mit den Kindern immer Kreise gedreht. Hat nie jemanden abgeworfen oder jemandem wehgetan. Deshalb hatte ich ihn behalten. Und als er 10 Jahre alt war, wurde er ein verdammt guter Buckler. Er hat so manchen Cowboy abgeworfen, der es ins Finale geschafft hatte. Amerikas Cowboys gab es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch die Wandlung von Viehtreibern zu Nationalhelden begann erst, als ihre ganz große Zeit bereits vorbei war. Mittlerweile haben sie sogar den Weg ins Museum gefunden. Der Direktor des Kunstmuseums in Denver lebt seit 10 Jahren in den USA. Der Cowboy ist einer der großen mythischen Figuren in der amerikanischen Mythologie, möchte man wirklich sagen. Es ist so eine große Erzählung, die sich in vielen Bereichen im alltäglichen Leben irgendwo auch noch wiederfindet und reflektiert, zumal wenn man hier im Westen lebt. Wie bei allen Mythen ist sehr viel
da, was Erfindung ist, was Geschichten erzählen betrifft, was vielleicht auch geradewegs der Fantasie entspringt, aber eben doch ein Kern und eine Mentalität, die Amerika vor 150 Jahren zu dem gemacht hat, was es heute ist. Und ich glaube, die Figur des Cowboys spielt da eine ganz wichtige Rolle. Das Kunstmuseum widmet dem Western als Ausdruck der amerikanischen Kultur eine eigene Ausstellung. Eine der bedeutendsten Figuren für die Popularisierung des Western ist zweifelsohne William F. Buffalo Bill Cody. Er hat diese außergewöhnliche Extravaganz des Westens geschaffen, sie in ganz Amerika verbreitet und erstaunlicherweise auch nach Europa gebracht. Er hat die Idee, diese besondere Lebensweise des Westens in die Welt hinausgetragen. Nachdem der Film erfunden war und begann, sich in Amerika zu verbreiten, waren die ersten Filme, die in diesem Land gemacht wurden, eigentlich Western. Und einer der berühmtesten frühen Western-Regisseure war natürlich John Ford. Im Grunde sind wesentliche Teile unseres Bildes vom Cowboy auf John Ford zurückzuführen, ganz besonders durch seine Partnerschaft mit John Wayne. Das gab dem Genre ein besonderes Momentum. In der Zusammenarbeit des berühmtesten Regisseurs mit dem bekanntesten Schauspieler seiner Zeit sind eine ganze Reihe von Western entstanden. Und das über eine Zeitspanne von 20 oder 30 Jahren. Viele unserer Vorstellungen haben in dieser Zusammenarbeit ihren Ursprung. Dieses ist die Eröffnungsszene aus dem 1956 von John Ford gedrehten Film Der schwarze Falke, den viele als besten Western aller Zeiten bezeichnen. Es ist der erste Western, in dem der Held auch dunkle Seiten zeigt. Rachsucht etwa oder Hass. Hold the searchers. John Wayne spielt Ethan Edwards, ein Mann mit einem besonderen Mut. Ein Mut, der immer und immer weitergeht, weit über die Grenzen der Vernunft. Niemals sieht er sich als Opfer, niemals als Held. Irgendwann werden wir ihn finden. Das verspreche ich. In der Ausstellung versuchen wir, John Ford als den Großmeister des Western darzustellen. Die Idee kam von einem berühmten Zitat des Regisseurs Orson Welles. Gefragt nach seinen Vorbildern, antwortete er, er bevorzuge die Großmeister. Und damit meine er John Ford, John Ford und John Ford. Eine vom Schrecken gepeinigte Stadt überlässt es einem einzigen Mann, sich vier Killern entgegenzustellen, um 12 Uhr mittags. Die Zeiten änderten sich. Industrialisierung, Wirtschaftskrise, Krieg, neue Helden kamen auf, doch das Genre Western blieb. In der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, handeln die Western nicht mehr vom Wilden Westen und dessen Geschichte. Vielmehr beginnen sie, die amerikanische Kultur zu reflektieren. Vor allem die Verunsicherung jener Zeit führt zu weitaus existenzialistischeren Filmen, die die generellen Ängste Amerikas thematisieren. Ein anderer Regisseur, den wir herausheben, ist Sergio Leone. Seine Filme sind dunkle Tragikomödien. Sie sind schmutzig, staubig. Man kann den Dreck förmlich fühlen. Aber er adelt den Western und hebt ihn auf ein neues Level, hinter das nachfolgende Regisseure nicht mehr zurückkonnten. Wenn früher die Amerikaner im Cowboy den von John Wayne dargestellten moralisch aufrechten Helden sahen, verändert Clint Eastwood dieses Bild grundlegend. Bei Eastwoods Charakteren weiß man nie genau, auf welcher Seite des Gesetzes sie sich bewegen. Man weiß nie genau, wie aufrichtig und wie moralisch sie sind. Aber vor allem geht es um das Aussehen und das Gefühl, cool zu sein. Für die Generation Woodstock waren wieder neue Helden richtig cool. Peter Fonda und Dennis Hopper waren die Cowboys einer neuen Zeit. Get your motor running.
In den späten 60er und 70er Jahren kommt eine weitere bedeutende kulturelle Phase auf, die wir Gegenkultur nennen. In dieser Zeit erfindet sich der Western vollkommen neu, indem er aktuelle Themen aufgreift und den zeitgenössischen Westen beschreibt. To look at issues and to speak to that moment into the contemporary American West. If we think of the cowboy, der Cowboy ist eine amerikanische Ikone. Er steht für Amerika. Und das auf vielfältige Weise. So ist es nur folgerichtig, dass der Cowboy im Film sich stets neu definiert. Sein Charakter wird immer komplexer. Da entstehen neue Cowboy-Charaktere, etwa die beiden Frauen aus Thelma und Louise, einem Film, der relevante Themen des heutigen Amerika anspricht. Der Cowboy zwischen Nostalgie und Moderne. Doch diesseits des Mythos gibt es sie immer noch. Die echten Cowboys. Allein in Wyoming gibt es mehr als 200 Ranches, die sich noch heute, mehr als 100 Jahre nach der Besiedlung, im Besitz ihrer Gründerfamilien befinden. Die Cowboys heute tragen immer noch Hut und Sporen, doch mittlerweile haben die meisten auch ein Smartphone dabei. James Johnson ist Mitte 70 und arbeitet immer noch täglich auf der Ranch. Sein Sohn Jed war jahrelang erfolgreich auf Rodeo-Tour. Seine Disziplin war Team-Roping. Dabei müssen zwei Cowboys mit dem Lasso einen jungen Bullen einfangen. Einer die Hörner, der andere beide Hinterläufe. Das ist hier Alltag seit Generationen. Mein Urgroßvater kam 1884 hierher. Er hatte zwei Pferdewagen, einige Kühe und ein paar Pferde. Sie sind einfach hergekommen. Hier gibt es viel Wasser in der Gegend. Gleich hier unten sind zwei Bäche. Das war für die Siedler entscheidend. Warum er ausgerechnet hier stehen blieb, das weiß ich nicht. Aber ich bin froh, dass er das getan hat. Das ist ein verdammt schönes Plätzchen. Das ist Heimat. Ich war 4,5 Jahre im College in Oklahoma. Ich bin zwar in den Sommern nach Hause gekommen, aber ich lebte da unten wegen meines Studiums. Ich habe meiner Frau schon damals gesagt, ich werde auf jeden Fall zurückgehen. Sie wusste, dass wir hierher ziehen würden. In diesem Haus bin auch ich groß geworden. Diese Ranch ist der Ort, an dem wir immer waren. Wyoming mag nicht für jeden verlockend sein. Es ist kalt und es ist windig, aber das ist es, wo wir nun mal sind. Mit 250.000 Quadratkilometern ist Wyoming größer als Großbritannien einschließlich Nordirland. Doch die Bevölkerung ist mit 500.000 Einwohnern kleiner als die von Nürnberg. Nachbarn oder Freunde leben weit weg. So bekommt die Familie eine ganz besondere Bedeutung. Bei Johnsons leben immer noch vier Generationen auf dem Hof. Grandma Jean, wie sie hier von allen liebevoll genannt wird, ist stolze 94 Jahre alt. Sie hat auf der Ranch ihre eigene Wohnung, versorgt sich selbst und kommt, wenn ihre Enkel und Urenkel trainieren, immer zum Zuschauen. Jungstiere zum Einfangen gibt es auf der Ranch genug und Platz für eine improvisierte Rodeo-Arena ohnehin. Beim Training kommen Brüder, Neffen, Väter und Großväter zusammen. Von 8 bis knapp 80. James Johnson. Chris Johnson. Jet Johnson. Jaden Johnson. Kellen Johnson. Jaren Johnson. Carson Johnson. Very, very good cowboys. Sie sind sehr, sehr gute Cowboys. Alle, jeder einzelne. My grandfather settled here. Mein Großvater hatte sich hier niedergelassen. 1877. Da war er 21 Jahre alt. Er zog in den Westen und beschreibt diesen Ort als nahezu paradiesisch. Er sagte, der Berg im Norden ist Casper Mountain und im Osten war der Muddy Mountain. Und beschreibt, wie er runterschaute über die Weiden im Westen. Er freute sich über die Pinien und Zedernwälder. Er wusste, hier gehöre ich hin. Auf dieser Ranch lebten im Laufe all dieser Jahre 6 Generationen. Die Jungs sind die 6. Generation.
Wir haben viel Glück, dass wir nach 6 Generationen immer noch da sind. Hoffentlich werden es weitere 6. Um das zu schaffen, muss man verdammt hart arbeiten. Es gibt noch etliche Ranches, die von den ursprünglichen Familien bewirtschaftet werden, aber es gibt auch jede Menge andere, die verkauft haben. Das Gute hier ist, du musst nie einen Grund suchen, aufzustehen. Es gibt immer was zu tun. Du musst es im Blut haben. Es gibt viele Rancher, die aufgegeben haben. Es ist manchmal verdammt hart, davon zu überleben. Dann geht es ans Training. Jet Johnson war 2011 Weltmeister im Team Roping. Einen besseren Trainer kann man nicht haben. Das war langsam. Das war eine reine Übung. Es ist eine Frage der Übung. Sie müssen die Abläufe genau hinbekommen. Es geht hier nicht um die Zeit. Eine gute oder sagen wir eine großartige Zeit wären 3,8 bis 4,5. Das gerade waren wahrscheinlich 6,5 bis 7 Sekunden. Also, das war nicht übel. Meine beste Zeit war 3,6. Besser geht's nicht. Ein schöner Abend, ein paar Jungstiere zum Einfangen. Die Kinder aus der Stadt tun mir leid. Die kommen aus der Schule und haben nichts zu tun. Bestenfalls ein bisschen in der Mall abhängen oder so. Wenn die Sonne untergeht, ist das Training beendet. Dann heißt es für alle Cowboys und damit auch für den jüngsten Spross der Familie, den 8-jährigen Cress, erst werden die Pferde versorgt, dann kommt man selbst dran. Auch er ist schließlich ein echter Cowboy. Ich lebe auf einer Ranch. Also, mein Vater fragt immer, bist du ein Cowboy? Und ich sag dann immer, ja. Und dann sagt er, okay. Wenn die Kühe wütend sind, darf man keine Angst haben. Die sind nur sauer, weil sie eingefangen werden. Die sind nicht sauer auf dich. Es nervt sie zwar, aber es ist eben auch gut für sie. Vielleicht brauchen sie einen Arzt. Ich habe jede Menge Spaß. Ich reite gern, rieche die frische Luft. Und vielleicht das Schönste: wenn wir die Kühe treiben, sind wir stundenlang da draußen und horchen auf das Rauschen der Blätter im Herbst. Es gibt sie offenbar tatsächlich, die vielbeschworene Cowboy-Romantik. Ein Cowboy erkennt einen Cowboy, wenn er ihn sieht. Man sieht es ihm nicht an, man erkennt es. Du kannst dich ausstatten mit dem ganzen Drum und Dran. Wir sehen das neuerdings oft auf den Ranches. Die kommen an mit den Sporen, tragen einen Hut und das ganze Zeug. Aber das sind keine Cowboys. Cowboys sind eine aussterbende Art, weil die Zeiten sich geändert haben. Sie verschwinden ganz schön schnell. They're fading pretty fast, you know. Auch Bill Larson ist das nicht entgangen. Und er wehrt sich dagegen. Trotzdem, auch sein Cowboy-Alltag hat sich verändert. Noch vor 3 Jahren hat er seine Kühe im Viehtrieb von der Winter- auf die Sommerweide und umgekehrt gebracht. Mittlerweile nimmt er den Tiertransporter. Ich war eine Menge unterwegs, habe zwar nie die USA verlassen, aber ich habe den Westen ganz schön durchpflügt. Ich war auf Rodeos, habe gearbeitet und hier gefällt es mir am besten. Der Westen ist hier mehr als eine Himmelsrichtung. Es ist ein Lebensgefühl, eine Haltung. Es ist unbändiger Stolz, es ist Überlebenskampf, es ist Demut vor den Elementen.
Während Bill die letzten Tiere der Herde verlegt hat, musste Donna das nächste Rodeo organisieren. Gemeinsames Essen ist eher die Ausnahme. Im Sommer ist fast jedes Wochenende irgendwo ein Rodeo. Da ist Donna mehr Cowgirl als Hausfrau. Und die Larsons sind selten daheim. Heavenly Father, thank you, Jesus. We ask you for to lay your healing hands on Clay again, and we just ask for the blessings of the Lord Jesus Christ for this food and on our lives, and we ask these things in Jesus' name. Amen. Panda, Donnas Lieblingsbulle, schaut immer zu, wenn es nach dem Abendessen wieder an die Arbeit geht. Die Bürokratie hat auch die toughsten Cowboys im Griff. Etwas habe ich von meinem Vater gelernt. Wenn du ein Geschäft betreibst, musst du die Bücher führen. Dann kennst du immer den Stand. Du musst wissen, wo dein Geld ist, wie viel du hast oder nicht hast. Du musst deine Ausgaben kennen. Es ist lebenswichtig zu wissen, wenn die Futterkosten oder die Heukosten steigen und dabei die Einnahmen aus dem Rodeo nicht mitgehen, dass dann der Gewinn kleiner wird. Es ist nicht so, dass ich den Papierkram hasse. Ich bin natürlich lieber draußen und habe Spaß. Aber wir müssen wissen, wo wir geschäftlich stehen. Donnas Job? Sie ist für alles zuständig, was in der Rodeo-Arena passiert. Sie liefert die Tiere, die Cowboys, die Clowns. Sie besorgt die Sprecher und die Ärzte. Organisiert die Eröffnungsfeier und sorgt für Preisgelder und Sponsoren. Die Wyoming State Fair ist eine Mischung aus Volksfest und Kirmes, aus landwirtschaftlicher Leistungsschau und Festival. Hier treffen sich Cowboy-Enthusiasten aller Art und trauern den guten alten Zeiten nach, als es noch keinen Herd, keine Waschmaschine und keine Mikrowelle gab. Die Cowboy-Verehrung begann erst, als die Industrialisierung längst im Gange war. Der Mythos speiste sich also schon immer aus der Nostalgie. Und so genießt man auf der Wyoming State Fair Bacon, Buns und Gravy, Speck, Hefebrötchen und eine gleichermaßen undefinierbare wie schmackhafte Hackfleischpampe. Hauptsache archaisch in Erdlöchern zubereitet, dazu dünnen Kaffee aus großen Kesseln. Wenn ein bisschen Asche reinkommt und ein bisschen Dreck, dann ist es wunderbar. Es schmeckt eigentlich sogar besser mit ein bisschen Asche. Und was sie nicht wissen, braucht sie auch nicht zu interessieren. Es gibt hier noch 5 originale Chuck Wagons, die mit den Cowboys aus Texas gekommen sind. Das war 1867. Bei diesem hier habe ich die Holzarbeiten selber gemacht. Die Eisenteile habe ich in einem Wrack da unten am Fluss gefunden. Ich habe sie rausgeholt und den Wagen vor etwa 6 Jahren aufgebaut. Die mobilen Küchen waren für die Cowboys das, was man heute als Catering bezeichnet. Wir mahlen unseren eigenen Kaffee. Und an jedem Chuckwagon gibt es so eine kleine Falle, um gelegentlich mal einen Hasen oder ein anderes Tier für einen Eintopf zu fangen. Das war einfach ein Muss. Immer wenn sie in die Nähe von Städten kamen, ging der Koch in die Stadt, um Lebensmittel einzukaufen. Oder sie hatten noch einen zweiten Wagen, der die Einkäufe erledigte. Der Sheepwagon, also die Wagen, die zum Schlafen genutzt wurden, waren 3 Wochen am Stück unterwegs, bevor jemand vorbeikommen musste, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Es gab Ranches mit 10, 15 solcher Wagen. Heute kann eine mittelgroße Ranch von einer einzelnen Person bewirtschaftet werden. Tammy, die Tochter von Donna und Bill, hat ihren eigenen Betrieb aufgezogen. Auf ihrer Ranch züchtet sie die buckelnden Pferde für den Rodeo-Betrieb ihrer Mutter. Anders als ihre Eltern ist sie nicht mit dem Pferd zur Schule geritten, hat aber im zarten Alter von 3 Jahren ihr eigenes gehabt. Sie wollte, solange sie zurückdenken kann, nur eins: Cowgirl sein. Zu ihren Tieren hat sie einen besonderen Draht. Bei ihr sind die sonst so wild buckelnden Pferde ganz und gar handzahm. Es funktioniert. Sie kommen.
Das ist immer so, wenn Sie am Anfang hier sind. Wo Sie herkommen, wurden Sie wahrscheinlich anders gerufen. Also, wenn Sie die ersten Tage hier sind, gucken Sie einen komisch an. Aber sobald Sie das erste Mal Futter kriegen, sagen Sie, ach, so funktioniert das. Dann ist ja in Ordnung. Na, Jungs, wie sieht's aus? Lust auf ein paar Körner? Das Besondere hier ist deren Abstammung. Mein Großvater war jahrzehntelang in diesem Geschäft und mein Onkel auch. Es waren die Stuten, mit denen alles begann. Und jetzt ist es immer noch dieselbe Zuchtlinie. Das macht es für mich besonders emotional. Der Job als Bucking Horse, als buckelndes Pferd, dürfte unter Pferden äußerst beliebt sein. Täglich Kraftfutter umsonst. Alle paar Tage oder sogar Wochen unter dem Jubel des Publikums einen Cowboy abwerfen. Dann wieder ganz Pferd sein. Mit der Herde raus auf die schier unendliche Weide und dann fressen, saufen, wälzen. Tammys Pferde scheinen ihr Leben zu genießen. Hi Mom, how are you? Hattet ihr eine gute Zeit in Craig? Ja, das war ein gutes Rodeo. Wir haben dich vermisst. Alle haben nach dir gefragt. Wir werden wunderbare Cowboys auf der State Fair in Douglas haben. Wir haben wunderbare Reiter in allen Disziplinen. Da sind sogar zwei Weltmeister dabei. Wir sind wirklich sehr aufgeregt. Allein, wir müssen jetzt alles auf die Reihe kriegen und dahin kommen. Ich habe beim Rodeo niemals buckelnde Pferde geritten, aber ich hatte sogar ein Sportstipendium in den Disziplinen Roping, also mit dem Lasso Jungstiere einfangen und Ziegen bändigen. Ziegen bändigen klingt tatsächlich eigenartig für den, der es nie gemacht hat. Dann habe ich aufgehört und jetzt habe ich die kaufmännische Seite der Sache übernommen. 23 Pferde holt Donna von Tammys Ranch für das Rodeo auf der Wyoming State Fair in Douglas. Die Tiere scheinen es kaum erwarten zu können, auf den Hänger zu kommen. Aufregende Tage erwarten sie. Dann geht es durch Wyoming, den Bundesstaat, der sich selbst Capital of Rodeo nennt. Die Affinität zum Cowboy-Mythos ist hier überall zu spüren und historisch bedingt. Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Wyoming zu einem großen Teil von Indianern bewohnt. Die Route über den Südpass der Rocky Mountains war Teil des Oregon Trails, jene Route also, über die der Westen erschlossen wurde. Erst kamen die Pioniere und in ihrem Gefolge riesige Rinderherden. Bis heute gibt es in Wyoming ausgewiesene Viehtriebrouten abseits von Autobahnen, Stromtrassen oder Bahnstrecken, auf denen die Herden von ihren Winterweiden in die höheren Regionen im Westen getrieben werden und zurück. Mehr als 60.000 Besucher finden sich jedes Jahr auf der Wyoming State Fair ein. Der Höhepunkt ist das PRCA Rodeo, gewissermaßen die Profiliga der Cowboys. Pferde und 24 Bullen haben die Larsons insgesamt bereitgestellt. Dazu die Pickup-Men und Clowns, Männer, die in der Arena Pferde wieder einfangen und die wilden Stiere ablenken. Alle sind bei Donna unter Vertrag. In der Rodeo-Saison gibt es immer irgendwo ein Rodeo. Das ganze Leben spielt sich nur noch im Trailer ab. Das ist unser Zuhause, fern von daheim. Es gibt einen Ofen, einen großen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein großes Doppelbett, Klimaanlage, Heizung, Wasser. Ich habe hier oft monatelang gelebt, als ich die großen Dauer-Rodeo-Veranstaltungen in Aspen, Steamboat Springs oder Cody organisiert habe. 1990 war das hier mein Zuhause für 3-4 Monate am Stück. Alles, was den Mythos Westen ausmacht, findet sich in Donnas Trailer. Von Sätteln und Satteldecken über Zaumzeug und Silbersporen bis hin zu frisch gebügelten Hemden und glitzernden Paillettenoutfits für die Schönheitskönigin.
So, ich mach mal Platz. Hier sind die Sättel und alles drin. Das hier ist die zerschlissene Fahne für die Eröffnungsfeier am Montagabend. Große amerikanische Flaggen, die Beinschützer, die Satteldecken. Alles ist hier drin. Aber letztlich steht und fällt das ganze Rodeo mit der Qualität der Tiere. Sie sind es, die aus Cowboys Helden machen. Und sie waren es schon vor 150 Jahren, die aus Männern Cowboys machten. Wenn wir über die großen Viehtriebe im Norden Ende des 19. Jahrhunderts sprechen, wird nie darüber geredet, wer eigentlich diese ganzen wilden Stiere zu Ochsen gemacht hat. Wer hat diese Arbeit gemacht? Darüber wird nie berichtet. Aber es mussten schon vor dem Bürgerkrieg verdammt gute Cowboys gewesen sein, die das gemacht haben. Es ist leicht, einen Stier zu fangen und zu kastrieren, aber diese Herden zählten 3000 Köpfe. Irgendjemand musste Ochsen aus ihnen machen. Das ist der Grund, warum es heute Cowboys gibt. Wenn Cortez damals nur diese dumpfbackigen, domestizierten Hauskühe mitgebracht hätte, hätte es die Cowboys nie gegeben. Wir hätten keine Country-Musik, wir hätten keine Silbersporen und Zaumzeug, wir hätten kein Hollywood, kein John Wayne. Das alles würde nicht existieren. Also muss man sagen, Gott sei Dank hat er die wilden Langhornrinder hergebracht. Zumindest bei kleineren Rodeos sind viele Cowboys sogenannte Ranch-Kids, die mit Tieren aufwachsen. Im Sommer, wenn die Rinder auf der Weide stehen und wenig zu tun ist, versuchen sie sich ein Zubrot zu verdienen. Wie die Väter, so die Söhne. Die Kleinsten müssen sich auf störrischen Schafen beweisen. Ich bin damit aufgewachsen und habe das gemacht. Und jetzt ist es an ihm. Eines Tages wird er beim richtigen Rodeo mitmachen. Kurz vor dem Start wird auch Donna Vold langsam nervös. Wenn es um Show geht, sind die Amerikaner gnadenlose Perfektionisten. Hey Süßer, kannst du mir mal zeigen, wo wir genau nachher stehen müssen? Hi, mein Gott, ich dachte schon, jetzt lassen die hier jeden rein. Hey Süße, wie geht's dir? Ich bin gestresst, aber das wird schon. Du brauchst nicht gestresst zu sein, du hast doch wie immer alles im Griff. Dann wird es pathetisch. Zur Eröffnung dürfen Schönheitsköniginnen aus jeder Kleinstadt das Hohelied auf die größte Nation der Welt singen. Wir werden die Eröffnungszeremonie anführen. Dann reiten wir eine Ehrenrunde und helfen in der Arena. Das ist unsere Aufgabe heute Abend. Es ist eine große Ehre, die amerikanische Flagge zu tragen, und ich übernehme das mit großem Stolz. Wir sind alle glühende Rodeo-Fans und aufrechte, hart arbeitende Amerikaner und stehen vereint hinter dieser Flagge. Heute Abend feiern wir hier alle zusammen den großartigsten Sport der Welt. So wird der gute alte Cowboy in einer Melange mit Armee, Polizei und triefendem Patriotismus erst zum Helden und dann gleich zum nationalen Symbol stilisiert. Es ist ein besonderer Tag, auch für Jet Johnson und seinen Sohn Callan. Jet, der ehemalige Weltmeister, beendet mit diesem Turnier seine aktive Karriere und übergibt den Staffelstab an seine Söhne. Sein Größter wird heute sein Partner sein und an seiner Seite reiten. Das ist ziemlich wichtig heute Abend. Das ist vermutlich sein letztes Rodeo. Also geht es für mich darum, ihm zu helfen, eine gute Figur zu machen. Mir hilft es, bei der Mountainmeisterschaft gut abzuschneiden. Hoffentlich läuft das gut für uns beide heute. Ganz lassen wird Jet es nicht. Er wird Cheftrainer der College-Mannschaft in Casper. Wissen Sie, das ist so eine Sache. Ich fühle mich gut und bin auch gut beim Roping. Aber dann frage ich mich, wann hörst du auf? Wann ist der richtige Zeitpunkt, rauszugehen? Egal ob Baseball, Rodeo, Basketball oder was auch immer. Wenn man es immer noch gut kann, wann hörst du auf? Ich werde es nie ganz lassen. Aber das Angebot als Cheftrainer im College, das ist mein nächster Schritt. Jetzt beginne ich, das, was ich kann, an die jungen Leute weiterzugeben. Fest steht, Cowboy ist immer mehr Show und bestenfalls Leistungssport. Die etwa 700 Rodeos, die allein die PRCA, der Verband der professionellen Rodeoreiter, organisiert, sind rein kommerzielle Veranstaltungen. Sie kennen Team Roping nur noch als Sport und nicht mehr als tägliche Notwendigkeit auf der Ranch.
Rodeo hat auch viel mit Losglück zu tun. Der Wettkampf ist so hart. Und um mithalten zu können, musst du ein wirklich gutes Pferd ziehen. Manchmal hat das Pferd einen schlechten Tag. Und manchmal du selbst. Oder du ziehst einfach kein hochklassiges Tier. Die Wertung bei den sogenannten Rough Stock Events, dem Reiten auf buckelnden Pferden oder Bullen, geht zur Hälfte an den Cowboy, sozusagen Haltungsnoten, die andere Hälfte geht ans Tier. Gut gebuckelt ist also halb gewonnen. 8 Sekunden muss der Cowboy sitzen bleiben. Eine Hand darf er benutzen, die andere darf weder Pferd noch Ausrüstung berühren. Thomas Zachary aus Casper hat die Zeit geschafft, aber die Beinstellung war nicht perfekt. Ich habe noch andere Geschäfte. Ich mache das nicht hauptberuflich. Mein Hauptjob ist echte Arbeit, kein Spiel. Einfach richtige Arbeit. Rodeo ist ein Spiel. Für Thomas heißt es einmal mehr, außer Spesen nichts gewesen. Denn nur die Gewinner bekommen Preisgeld. Einzige sichere Gewinnerin ist Donna. Doch der Konkurrenzdruck ist hoch. Ihr Vater war eine Legende. Sie muss sich jedes Mal von Neuem beweisen. Wenn es um gute Show geht, verstehen die Amerikaner keinen Spaß. Alles muss sitzen, außer den Cowboys. Die dürfen zum Staunen des Publikums spektakulär abgeworfen werden. Dann die Königsdisziplin. Reiten auf gut 700 Kilo schweren Stieren. Um sie zum Buckeln zu animieren, wird ihnen ein Seil, der sogenannte Flankengurt, um den Bauch gespannt. Im Bestreben, ihn abzustreifen, buckeln die Tiere noch heftiger. Das sieht nicht nur gefährlich aus, das ist es auch. Offizielle Unfallstatistiken gibt es nicht. Doch Verletzte gibt es bei jedem Rodeo. Manchmal sogar, bevor es losgeht. Nach kurzer Bewusstlosigkeit ist der Cowboy wieder zu sich gekommen. Immerhin. Ein Ärzteteam ist bei jedem Rodeo anwesend und für alle Notfälle vorbereitet. Ein Ultraschall soll Auskunft darüber geben, ob der Unfall Blutungen ausgelöst hat. Ist das in Ordnung? Hast du noch Schmerzen? Die Diagnose: Gehirnerschütterung, sonst nichts. Davon bekommt das Publikum nichts mit. Die Show geht weiter, muss weitergehen. Nun ist es an Jet Johnson und seinem Sohn, eine große Karriere groß zu beenden. Alle sind dabei: Grandma Jean, Vater James, Frau und Kinder. Jet und Kellen sind das erste Paar im Team Roping. Das war's. Das Kalb hat sich geschickt aus der Affäre gezogen. Vor allem für Kellen ist die Enttäuschung riesig. So ist Rodeo. Du hast nur eine Chance. Ich hab's leider versiebt. Wir mussten als Erste raus und das ist immer hart für den Header, der zuerst die Hörner erwischen muss. Man sieht nicht, wie die anderen drauf sind, wie die Tiere gehen. Wir waren gestern Abend auch nicht hier. Das Bullenkalb war langsamer als erwartet und Kellen ist zu früh gestartet. Wenn man sich die Wiederholung von diesem Lauf ansieht, dann sieht man, er war so nah, dass die Schlinge nach oben wegrutschte. Ein zu schlaues Tier. Du willst ein gutes Losziehen, aber du musst das Bullenkalb kennen. Im ewigen Kampf Mensch gegen Tier gehen Helden auf und unter wie Sterne. Doch Cowboy sein bedeutet mehr als kurzen Ruhm. Ich weiß, ich werde meinen Lebensstil weiterleben. Ich will die alte Tradition des Westens nicht verändern. Es ist der Code des Westens. Es geht um Moral. Denn die Moral in unserer Gesellschaft hat entsetzlich nachgelassen.
Ich tue mein Bestes, um die alte Moral aufrechtzuerhalten. Und naja. Jet Johnson wird als Trainer am College den jungen Menschen sicher mehr beibringen als Roping. Auch wenn die alten Cowboys in Zeiten der Digitalisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft langsam verschwinden, Mythos und Wertekanon werden überleben.